Halli, hallo, Hallöchen, herzlich willkommen zu einem Video von mir. Ich habe ganz verschmierte Handschuhe, bin schon mittendrin. Ich habe jetzt ein Video gemacht mit diesen Glocken, also mit diesen Weihnachtskugeln, eins mit den Glocken. Jetzt mache ich ein Video mit den Sternchen. Nehmt meine Kamera auf. Ja, ich hoffe mal, dass mir da noch schnell was einfällt, was ich da noch machen kann. ich habe mir verschiedene Farben angemacht. Ich habe weiße Pigmentpaste verrührt mit Harz, weiße Pigmentpaste mit Paraglanz Pigmentpulver und dann einmal noch mit Malachit gemischt. Und habe noch jede Menge, was heißt jede Menge, ein bisschen Silber noch übrig. Mirror Mirror, das ist so ein Glitter von Laura's Art Corner. Jetzt muss ich mir kurz überlegen, wie ich das jetzt gestalte. Ich wollte es mal hier vielleicht die unteren zwei Zacken in dem Spiegel machen. Mirror Mirror. Und der obere vielleicht. Mitte habe ich was anderes vor. Genau, dann füllen wir jetzt nicht alle Zacken. Aber das sind Experimente, also schauen wir mal, was da rauskommt. Und hier oben noch. Okay, und dann hier noch. Die zwei unteren. Ui, das ist ein bisschen viel. Der Becher ist auch ein bisschen ungeschickt. Ah, ich habe mir auch das schon den Rand abgeschnitten bei anderen Bechern. Da geht es besser. Da kann man es ein bisschen knicken. Da ist ein bisschen, kann man es ein bisschen besser planen, wo es hingeht. Da ist noch eins reingetropft. Okay. Also, dann gieße ich jetzt auf mit klarem Harz. Viel passt da ja nicht rein. Ich möchte es auch nicht zu voll machen. Ich möchte nur was reingießen. So, noch einmal. So. Na, aber nicht zu voll, bitte. Ich glaube, da lasse ich es mal. Das ist auch gefährlich, weil dann läuft es gleich über. Das ist dann auch nichts. So, hier muss ich noch den Blitz ein bisschen auf die Seite nehmen. Okay. Also, was machen wir jetzt hier? Mit irgendwie Streifen oder Blumen oder irgendwie sowas machen? Vielleicht so in der Art wie hier. So eine Blume quasi. Aber ich mache jetzt hier nur Streifen. Also ich habe jetzt hier mein Paraglanz Pigmentpulver Weiß. Weiß gemischt. Mit, also weiße Pigmentpaste und Paraglanz Pigmentpulver in Interference Pearl. So, ich muss mich jetzt mal hier auf eins konzentrieren. Ich mache jetzt hier Streifen. Genau. Da ist der Becher verschmiert. Entschuldigt die Saure. Und dann mache ich hier noch einen zweiten auf jeden Fall. Ich gehe da ein bisschen über den Rand drüber. Okay, mein Anfang ein bisschen hier, oder mein Ende quasi, das nicht ploppt, ein bisschen kaschieren. Und dann habe ich hier Weiß und Malachit, das ist so ein Grünton, Paraglanz Pigmentpulver, auch noch reingemischt. Mal jetzt hier und hier und drüber vielleicht auch noch ziemlich voll. Mal schauen, was es gibt. Und hier auch drei Streifen. Ich hätte ja können drei weiße machen. Jetzt habe ich eben hier drei grüne. Mit dem Silber sieht es gut aus. Gefällt mir gut. So. Okay. Und dann noch einmal. So, eins. Zwei. Und noch ein dritter. Ach, wenn ich den neben dran bringe. Genau. Ein paar Restchen habe ich noch. Okay, also, das heißt. Wir müssen hier so anfangen, eigentlich sieht ziemlich voll aus.
meinen Anfang ein bisschen frei machen. So, okay. Ich nehme mein Dotting-Tool und fahre mir jetzt hier am Stand entlang und mache mir Streifenmuster rein. Das heißt, ich fahre jetzt mal von hier unten nach hier oben. Oh, seht ihr, wie voll das ist? Ich mache jetzt mal alle drei gleich, von unten nach oben. Soweit es halt geht, soweit ihr das möchtet. Von unten nach oben. Genau. Dann nebendran nach unten. Und einmal noch nach oben. Genau. So gefällt mir das. Also hier wieder nach unten. Nach unten. Oh, die sind so mega voll. Nach oben. Genau. Ihr könnt es aber machen, wie ihr möchtet. Ihr könnt die Streifen schräg reinmachen. Ich habe das jetzt einfach mal so. So gemacht. Habe ich so entschieden. Das Harz ist auch schon warm geworden. Es steht schon eine Weile. Das heißt, vielleicht habe ich Glück, dass die Streifen sich nicht so arg verziehen. Und dann noch einmal hier. Genau, das war es im Prinzip. Jetzt ist mir mein Dotting-Tool kaputt gegangen. Ich muss jetzt hier das. Upsa. Ich muss das hier noch den Anfang hier wegmachen. Das mischt sich sonst darunter. So, habe ich jetzt meine Sauerei beendet. Seht ihr mal, das ist von meinem Dotting-Tool. Das ist doch ein Schrott. Genau. Also ich mache hier die Anfangskleckse ein bisschen weg, dass sich das nicht so reinzieht. Ja, der Rest bleibt einfach. Puh, cool, bin zufrieden. Jetzt habe ich noch Reste, die gieße ich jetzt irgendwo in eine Form rein. Und dann freue ich mich mal, was dabei rauskommt. Freue mich aufs Ausformen, hole euch dann dazu. Ich hoffe ja auch, dass meine anderen Formen gelungen sind. Die Weihnachtskugeln und die Glocken. Ja, genau, ihr werdet sehen, welches Video ich hochlade. Vielleicht geht ja auch alles schief, wer weiß. Ich gehe noch kurz vom Feuer drüber, um die Bläschen zu beseitigen. Und dann soll es mal arbeiten. Bis morgen. Bin mal mega gespannt. Jetzt ist Ausformzeit. Ich habe diese drei Sterne gleich gegossen. Mein Harz war schon ein bisschen weiter vorangeschritten. Bin mal gespannt, wie es rauskommt. So, das ist ein bisschen was übergelaufen. Ist aber nicht schlimm. Also von der Seite sieht schon mega interessant aus. Es zieht sich immer alles Richtung Mitte. Das ist echt der Knaller. Tada, wow. Meine Streifen sind ja so einigermaßen geblieben, wie ich das wollte. Seht ihr den Glanz? Von dem Weiß. Und von dem Malachit. Die schimmern so ein bisschen. Cool. Also Sternchen Nummer 1 sieht schon super aus. Sternchen Nummer 2. Und das Mastercast ist genial. Also ich habe das jetzt vor 12 Stunden gegossen. Im Sommer kann man das, oh ja, schön. Und im Sommer kann man das wirklich nach 12 Stunden ausformen. Es ist hart, es ist feste, verbiegt sich nichts. Oh, schön. Und noch eins, habe ich drei gleiche. Hoffe ich mal. Und es ist so faszinierend, wie die Rückseite aussieht. Kann man nicht erahnen, was vorne rauskommt. Streifen. Drei Sternchen mit Spiegelglitzer und Streifen. So, die gefallen mir mega, mega gut. Mega. Super. Oh, genial. Ja, manchmal lohnt es sich einfach mal, was auszuprobieren. So. Und dann schauen wir mal, was ich als nächstes mache. Hier sieht man sie kaum. Genau. Also gut, dann würde ich mir mal über Kommentare freuen, über einen Daumen hoch natürlich, über ein Abo, wenn ihr mögt. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns zum nächsten Video. Bleibt gesund. Ciao, ciao.